Das ist klar. Guck mal, ob du ihn kriegst. So. So ein Sprint nach oben. Puh, vergessen, Mann. Den kriegst du. Ja, den kannst du ja nicht mal, wenn du hier bist. Du könntest ja den. Guck mal, den kannst du nicht mal, wenn du. Kannst du ja nicht mal kommen, wenn du an der Wand bist. Ja, das meine ich ja. Und guck mal, das wird gleich noch. Das wird gleich noch krasser. Ja, und Mann, er wurde mitten in der Runde für Hacking gekickt. Er gibt mir immer einen Hit. Guck mal jetzt, nochmal. Nochmal einen Hit. Siehst du die Partikel? So? Das liegt nicht am Replay. Er gibt mir jetzt einen Hit. Noch einen Hit und nochmal. Das ist auch schon unleged. Und dann warte gleich. Ich gebe mir hier einen Hit. Warte jetzt. Ein Hit und jetzt nochmal. Und jetzt guck mal, da denke ich mir, ich renn weg, stack mich hoch. Könnt ihr das? Achtet drauf. Das ist der vierte und ich stack mich jetzt gerade. Den kriegst du nicht rein. So. Sieht zwar so aus, aber den kriegst du nicht rein. Er steht nicht auf dem Block. Jetzt spring ich. Guck mal. Guck mal, wenn ja, der nicht auf dem Block. Der könnte aber echt noch reingehen, der. Nein, den kriegst du nicht. Warte, machen wir nochmal zurück. Den kriegst du nicht rein, wir haben alles getestet. Ja, mach nochmal zurück. Guck mal, er steht nicht auf dem Block, du musst dir achten, er springt gerade erst. Digga, die haben halt trotzdem nur 1000 auf die Elo, Alter. Und wir haben die trotzdem gezogen, Alter. Jetzt, er springt da ab. Er steht jetzt hier. Mach mal zurück auf die erste Obvious-Szene. Mach mal zurück auf die erste Obvious-Szene. Mach zurück auf die erste Obvious-Szene. Ja. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. Put your feet down. Einmal nochmal zurück, mal zurück. Ja. Mois. Das ist legit, oder? Richtig. Alter, du kannst den halt nicht mal von hier. Guck. Wie will der den Hit reinkriegen, Digga? Junge, versuch mal an die Kante hier zu gehen. Doch, ich meine ja. Digga. Das meinte ich auch eben so nix. Jo. Den Hit kannst du nicht reinkriegen. Alter, und die verkacken dann auch noch. Achte, du musst auf die Partikel achten. Ja, guck auf. Warte, mach zurück. Warte. Jetzt nochmal. Warte. Nein, das kommt jetzt. Ja. Erstmal so halt. Ja. Warte, jetzt, warte. Da krieg ich. Und jetzt? Ja, jetzt kommt es. Da. Ja. Mhm. Jetzt gönn dir das. Ja. Ja, das was auf obvious ist, machen wir mal zurück bei der Wand hier. Oh mein Gott, ja. Also. Ey, die haben 1050 Elo oder sowas, wir ziehen die, bekommen dafür vielleicht 3 Elo. Das ist halt so. Der hackt sogar. Junge, er wurde halt in der Runde Facking gekickt. Und normalerweise wäre man. Ja, normalerweise wäre man halt wirklich gebannt worden. Warum ist er mal zu? Eigentlich könnte man doch plus Elo einfordern, so als Ersatz, dass man gegen Hacker überhaupt gespielt hat, oder nicht? Ich weiß nicht, wir haben näher gezogen, das weiß nicht, aber Junge, das ist ja echt. Das Tor ist lächerlich, dass Herbst reinhackt, Alter. So lächerlich, wie man reinhackt. Vor allem das Traurige ist, wie sie verkacken. Sie haben 1050 Elo, wir haben die auch schon wieder gezogen. Und Herbst hackt einfach rein, Alter. Ich meine ja, das war ja da, wo ich so ausgerastet bin. Herbst, wenn du das hier siehst, das ist schon ziemlich sad. Ich weiß ja noch aus Quellen, dass du damals Autoclicker geused hast und das ist schon ziemlich sad, dass du hier weiter reinhackst, weil diesen Hit kannst du komplett nicht legit geben. Er ist legit komplett nicht möglich und ja, diese Partikel am Ende weisen wahrscheinlich auch nochmal auf Autoclicker hin. Das ist ziemlich sad, dass du sowas machst und naja, gut, ne? Also mit diesem Video bist du irgendwie schon leicht gebastet. Ja, nochmal Grüße gehen raus an dich, aber bist halt bastet, Mate. Und sowas, das kannst du halt wirklich nicht, da kannst du dich nicht mehr rausreden. Das ist zu 100% nicht mehr legit gewesen. Ich meine, guckt euch das an, das ist zu 100% nicht legit, dass das er hat, das ist alle klein, das ist ein Raincheck. Das ist nicht legit, was er macht. Hier bekommt er allein, da bekommt er noch die Partikel, was glaube ich eigentlich auf Autoclicker schon hinweisen sollte. Aber dieser Hit, der ist einfach mal sowas von unmatched. Ich könnte ihn nicht mal annähernd von hier hitten, also er kann jetzt mal versuchen genau zu stoppen beim Hit. Und da kommt der Hit.
Hier kommt der Hit und das ist hier und das ist nicht mal hier möglich. Also wenn ihr hier vorne ranläuft, ihr seht, ich stehe jetzt genau hier vorne und hier kann ich nicht einmal mit den Hit geben. Und ihr seht schon, der Hit ist erst komplett unmöglich. Man kann vielleicht, wenn man hier ist, also ab hier, kann man auch nicht mal, wenn man sogar hier oben drauf ist, ist diese Range nicht mal möglich. Und man kann diesen Hit einfach komplett nicht legit geben, was er gemacht hat. Er ist von hier und er ist halt nicht mehr hochgesprungen, weil er ist ja von hier hochgesprungen und hat ihn hier bekommen. Hier hat er den Hit bekommen, hier in der Luft. Und es ist halt schon sad, wie man reinhackt. Also er ist ja noch auf diesem Block hier und bekommt den Hit. Und sogar beim Hochspringen kommt man nicht mal annähernd ran. Das ist halt schon leicht sad, dass man so obvious reinhacken kann. Ich glaube auch noch AC wegen diesen Partikeln, wegen diesen verspäteten Partikel schätze ich auf Autoklicker noch hin. Wegen diesen hier, diese verspäteten Partikel. Darum schätze ich nochmal auf Autoklicker. Und ja, er wurde mitten in der Runde übrigens einfach gekickt. Es gibt ja jetzt dieses Update, dass man für Hacking nicht mehr automatisch vom Server weggebannt wird, sondern nur gekickt wird. Und ja, wir haben euch trotzdem sogar noch gezogen, obwohl ihr... Oder obwohl Herbst reinhackt, Herbst wurde kurz bevor wir das Bett geholt haben, was eh keine Auswirkungen hat, weil wir so oder so geholt haben. Ich meine, wir haben nicht mal Real gespielt. Aber gut, ja. Ist halt schon ein bisschen traurig, dass man reinhacken muss, dass man mit Invis reinhacken muss. Und damit kann man eigentlich wirklich nicht mehr sagen, diese Szene ist der 100%ige Beweis dafür, dass du hackst. Ich dachte es nicht, weil ganz im Ernst, ich dachte, du bist halt echt ziemlich scheiße. Und, also sorry, jetzt nicht privates oder so, also es soll jetzt kein Hate oder ähnliches sein. Sondern ich dachte halt wirklich, du bist halt einfach nur mit Minecraft jetzt nicht so krass und so bla bla bla, juckt mich auch nicht, aber dass du Minecraft reinhackst und ist schon ziemlich sad und gut, damit bist du jetzt wohl busted. Och Gott, Alter, naja, wie sad man erstmal sein muss, ich hab das von dir nicht veröffentlicht, dass du Autoclicker geused hast damals, aber ja, du hackst halt rein. Und das ist halt echt einfach nur extrem traurig, man kann da... Nichts anderes zu sagen, also du bist hier mit diesem Video offiziell busted. Ziemlich sad von dir.